Auswärtiges Amt der BRD bestreitet vermutete Aktivitäten seiner Botschaft in Russland. Hallo und Privet aus Kaliningrad. Die offizielle Vertreterin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, hat sich besorgt zu Aktivitäten ausländischer diplomatischer Vertretungen geäußert, die darauf hindeuten, dass diese sich damit beschäftigen, destabilisierende Aktivitäten im Gastland zu organisieren, zu finanzieren und die Arbeit der Geheimdienste ihres Landes gegen das Gastland zu unterstützen. Es ist eine allgemein bekannte Phrase, dass Diplomaten die offiziellen Spione ihres Landes sind. Es ist auch kein Geheimnis, dass in vielen ausländischen Vertretungen sowohl Militärattachés wie auch offizielle Vertreter von Nachrichtendiensten ihre Arbeit versehen. Daneben gibt es auch inoffizielle Mitarbeiter der diplomatischen Vertretungen, die neben angeblichen offiziellen Aufgaben auch nachrichtendienstliche Aufgaben wahrnehmen. Regelmäßige gegenseitige Ausweisungen von Diplomaten zeugen davon, dass es im jeweiligen Gastland völlig klar ist, wer Doppelfunktionen ausübt. Persönlich kann ich mich an ein Gespräch mit einem Mitarbeiter aus dem Auswärtigen Amt der Bundesrepublik Deutschland erinnern. Ich glaube, es war im Jahre 2015, der mir bei einer Tasse Kaffee inbrünstig und mit fester Stimme versichert hat, dass die Gesetze der Bundesrepublik Deutschland es einem Beamten im Auswärtigen Amt verbieten, in Doppelfunktion tätig zu sein. Nun kommentierte Frau Sacharowa, dass man Informationen aus Telegram entnommen habe, dass ausländische diplomatische Vertretungen aktiv an der Finanzierung der Tätigkeit des Extremisten und Kriminellen Alexei Nawalny beteiligt waren. Man habe hierfür sogenannte Ortskräfte, also russische Staatsbürger, die in den diplomatischen Vertretungen mit Arbeitsvertrag angestellt waren, benutzt, damit diese Geld auf die Konten von Nawalny überweisen. Damit wollte man anscheinend Überweisungen aus dem Ausland vermeiden, damit nicht der Vorwand für die Verleihung des Status ausländischer Agent gegeben ist. Frau Sacharowa meinte, dass sie nicht weiß, ob die ausländischen diplomatischen Vertretungen sich diese Form des Geldtransfers speziell ausgedacht haben oder ob es eine glückliche Fügung in den Ansichten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer gäbe, um dieses Transferschema umzusetzen. Mögen sich Journalisten und gesellschaftlich engagierte Bürger damit beschäftigen, diese Schemata weiter aufzudecken und der Öffentlichkeit darzulegen, so Maria Sacharowa. Frau Sacharowa meinte, wenn Russland in seinen ausländischen Vertretungen ebenso verfahren wäre, also zum Beispiel den Republikanern in den USA oder den Spaniern in Katalonien Geld überwiesen hätte, dies wohl Hysterien in den westlichen Medien ausgelöst hätte. Es wäre einfach schrecklich, sich vorzustellen, wenn man im Ausland auch nur einen einzigen Dollar gefunden hätte, der zum Beispiel vom Kulturattaché, einem russischen Journalisten oder einem Mitarbeiter von Russ-Zusammenarbeit irgendeiner politischen Partei im Gastland übergeben worden wäre. Bekannt wurde der Umstand, dass russische Bürger, die bei ausländischen Vertretungen tätig sind, Geld an Nawalny überwiesen haben, durch Veröffentlichungen eines Portals, welches sich Komitee für den Schutz der nationalen Interessen nennt. Veröffentlicht wurden alle Namen der russischen Bürger, die Geld überwiesen haben. Eine grandiose Indiskretion, die sicherlich bei diesen Bürgern einige Minuten der Nachdenklichkeit auslöst. Bekannt wurde auch, welche dieser russischen Bürger sich im Portal Kluge Wahl registriert hatten. Hierbei ging es um eine Initiative von Nawalny, um die Ergebnisse von diversen Wahlen in Russland zu beeinflussen. Wie viel Geld jeweils von den russischen Bürgern überwiesen worden ist
Und wer geholfen hat, diese Informationen zu veröffentlichen, wurde nicht bekannt. Bei dem Portal, welches anscheinend im Jahre 2020 gegründet wurde, handelt es sich um eine Vereinigung Gleichgesinnter, denen das Schicksal Russlands nicht gleichgültig ist. So nachzulesen in der Selbstdarstellung der Betreiber. Man hat sich das Ziel gesteckt, die russische Gesellschaft über ausländische Agenten aller Kategorien zu informieren, damit deren Arbeit durch die Bevölkerung besser verstanden wird. Bisher wurden 30 Namen von russischen Bürgern veröffentlicht, die für Nawalny gespendet oder in anderer Form tätig waren und gleichzeitig auch bei ausländischen diplomatischen Vertretungen einen Arbeitsvertrag hatten. 16 russische Bürger sind in der Botschaft der Bundesrepublik Deutschland angestellt. 4 Bürger waren für die USA tätig, 2 für Frankreich. In anderen Botschaften, zum Beispiel Indonesien, Südkorea, Kanada und Spanien, war jeweils nur eine Person tätig. Maria Sacharowa kommentierte im Interview mit dem TV-Format Solovyov Live, dass russische Bürger, die in ausländischen diplomatischen Vertretungen eine Arbeit aufnehmen wollten, mit dem notwendigen Fingerspitzengefühl bearbeitet wurden, sich auch für andere Aufgaben zur Verfügung zu stellen, als denen, die im Arbeitsvertrag aufgeführt werden. Als Gegenleistung wurde dann eine Aufenthaltsgenehmigung oder sogar doppelte Staatsbürgerschaft in Aussicht gestellt. Zwischenzeitlich hat das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland reagiert und diese Unterstellungen als unwahr zurückgewiesen. Weiterhin beschuldigte die Vertreterin des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland, Andrea Sasse, Russland der Verletzung von Menschenrechten bei der Veröffentlichung der personenbezogenen Daten durch das Portal Komitee für den Schutz der nationalen Interessen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss und Paka aus Kaliningrad.